Ich möchte aber auch ein bisschen in die Zukunft blicken. 2022, da haben wir eine ganz wichtige Richtungsentscheidung vor der Haustüre, eine Wahl, eine bundesweite, wo in der Vergangenheit irrtümlicherweise auch von uns Grünen oft als eher nebensächlich betrachtet wurde. Ich spreche vom Amt des Bundespräsidenten oder Bundespräsidentin. Und wenn man die vergangenen Jahre ein bisschen Revue passieren lässt, dann sieht man, wie wichtig es ist, dass in diesem Amt jemand, der besonnen agiert, der mit sehr viel Erfahrung agiert, der auch die nötige Reputation für dieses Amt mitbringt, kandidiert. Und mit Alexander van der Bellen haben wir jemanden, der uns durch diese ganzen Irrnisse, System Kurz ist gefallen, Brigitte Bierlein hat hervorragend ein Übergangskabinett geführt. Ich denke noch an die Ibiza-Affäre und das alles noch in einer Pandemie. Das hat Alexander van der Bellen geschafft. Er hat heute Geburtstag. Ich möchte ihm auch von dieser Stelle recht herzlich gratulieren. Und ich würde mich persönlich sehr, sehr freuen, wenn er wieder kandidieren würde. Und ich glaube, dann sollten auch die Grünen, also wir, das sehr stark unterstützen, diese Kandidatur. Sie